Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Parteien sind ein wesentliches Element der demokratischen Struktur und der Willensbildung in Deutschland. Das Grundgesetz misst den Parteien einen ganz entscheidenden Beitrag in unsere Demokratie bei. Unsere Demokratie zu schützen, ist ein wertvolles Gut, gerade in der heutigen Zeit. Es geht bei diesem Gesetzentwurf nicht darum, dass sich die Parteien die Taschen voll machen, wie das vielleicht in der einen oder anderen Berichterstattung immer mal wieder aufscheint. Das Gegenteil ist der Fall. Es geht darum, dass wir die vielfältigen demokratischen Strukturen, übrigens aller Parteien in Deutschland, auch der kleinen Parteien in Deutschland, in unserem Land erhalten und ein Mehr an Teilhabe für die Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen verantwortungsvoll mit unserem demokratischen und im Grundgesetz festgeschriebenen Auftrag um. Parteien müssen heute physische und digitale Doppelstrukturen vorenthalten. Das ist mit deutlichen Digitalisierungskosten und Teilhabekosten verbunden. Wir wollen auf allen digitalen Kanälen, aber insbesondere auch vor Ort sein, als Ansprechpartner. Und ich kann das auch nur sagen als Abgeordneter direkt aus Nürnberg. Das ist auch gut so, denn wir können damit auch die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger aufnehmen und ernst nehmen und bearbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich haben wir als Parteien auch Einsparungen vorgenommen. Etwa durch Kostenreduzierung im Bereich der Printmedien oder in anderen Bereichen. Das war übrigens auch eine Forderung des Bundesverfassungsgerichts. Das Verfassungsgericht setzt bei seiner Auslegung des Gesetzes gerade bei den Parteien sehr hohe Maßstäbe an, und das ist auch gut und richtig so. Übrigens auch bei der Herkunft der Spenden und anderen Fragen. Mit dem Urteil im Januar 2023 urteilte das Verfassungsgericht, dass eben die notwendige Erhöhung der Parteienfinanzierung nichtig ist, aber nicht, weil die Erhöhung dem Grunde nach falsch war, sondern weil die Begründung und der Nachweis der Mehraufwendungen für die Parteien ungenügend ausgearbeitet wurden. Das haben wir sehr ernst genommen in der weiteren Bearbeitung dieses Gesetzes. Und das haben wir nun in einem Zusammenspiel aller Parteien, und ich will das sagen, auch der kleinen Parteien, die nicht im Bundestag vertreten sind, zusammen gemacht. Übrigens auch der AfD-Schatzmeister, wenn ich das so sagen kann, weil sie es immer bestreiten, hat dieses Gesetz gut geheißen. Und deswegen alle Parteien wurden beteiligt und alle Parteien bringen auch heute dieses Gesetz mit ein. Die AfD bestreitet es, aber das ist ihr eigenes Problem. Klären Sie es, glaube ich, mal einfach in Ihrer Struktur. Darüber hinaus, und das ist das Wichtigste, glaube ich, in diesem Gesetz, wird die Parteienfinanzierung noch transparenter. Und diese absolute Transparenz unterstützen wir nachdrücklich. Das beginnt mit der Veröffentlichung von Spenden, übrigens auch mit der Prüfung der Herkunft der Spenden, ein ganz wichtiger Punkt. Und da vertraue ich auch der Bundestagsverwaltung. Deswegen hier einfach zu sagen, die Bundestagsverwaltung ist ein parteipolitisches Organ, ist einfach falsch, sondern sie ist auch die Überwachung der Parteien zuständig. Und das macht sie auch gut und richtig. Ich würde mir aber auch wünschen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass genau diese Veröffentlichungsgrenzen und diese Transparenz auch von den Nichtregierungsorganisationen so angesetzt würde. Immer nur Transparenz von den Parteien zu fordern und selbst diese Transparenz nicht an die eigenen Maßstäbe anzusetzen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist unglaubwürdig. Deswegen brauchen die NGOs auch dieselben Transparenzregeln wie die politischen Parteien, weil sie am politischen Willensbildungsprozess genauso teilhaben. Und deswegen auch notwendig ist, hier Transparenz herzustellen. Das Bundesverfassungsgericht hat klar und deutlich gesagt, die Parteien finanzieren sich zur Hälfte aus staatlichen Mitteln und zur anderen Hälfte aus Spenden und Beiträgen. Das ist noch einmal ausdrücklich bestätigt worden. Eine absolute hundertprozentige Staatsfinanzierung der Parteien schließt das Bundesverfassungsgericht aus. Das ist auch wichtig, wenn man mal über Spenden und sonstige Einnahmen der Parteien redet. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Gesetz abschließen können. Übrigens in der Sachverständigenanhörung ist dieser Gesetzentwurf mit einem Gütesiegel versehen worden. Auch die Fragen hinsichtlich der Rückwirkung, die wir ausführlich diskutiert haben, sind von allen Sachverständigen noch einmal bestätigt worden, sodass wir die klaren und wirklich transparenten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts mit diesem Gesetzentwurf einhalten. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken bei allen Schatzmeisterinnen und Schatzmeistern. Ich darf das als Schatzmeister meiner wundervollen CSU auch sagen, bei allen Schatzmeisterinnen und Schatzmeistern, insbesondere hier aus dem Deutschen Bundestag, Dietmar Niethan, Michael Link, natürlich meine liebe Kollegin Julia Glöckner, aber auch
bei den Grünen und bei den Linken, die wirklich in der Diskussion aktiv dabei waren, die mitgewirkt haben, dass wir dieses Gesetz so in dieser Ausführlichkeit gemacht haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir viele Gesetze genau in diesem Maßstab machen würden. Ich danke Ihnen herzlich und wünsche Ihnen auch gesegnete Weihnachten. Vielen Dank, Herr Kollege Brehm. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dunja Kaiser, SPD-Fraktion.